Ich grüße euch wieder recht herzlich zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir müssen diese drei Sachen aktivieren, um hier überhaupt weiterzukommen. Deswegen muss ich mal gucken. Eins muss, glaube ich, hier hinten auch. So viele in meine Tasche. Oh, was? Scheißdreck. Irgendwo muss er was drunter sein. Siehste. So habe ich zwar nicht geschwungen, aber das ist ja egal. Aha. Na, sowas ist nicht schön. Ich wusste zwar nicht, wieso ich jetzt gerade nicht die Dings auswählen konnte, aber egal. Sammel hier drinnen. Rubin, eigentlich könnte ich mal hoch zum Ortenwort nachher und mein. Komisch, diese halten mehr aus als die anderen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Wie kommst du da drauf? Mit Strom zu versorgen? Wie soll ich denn das anstellen? Was habe ich mal? Ach so, deswegen konnte ich auch einfach so rüberlaufen. Verstehe. Ah.
Ja, setz dich mal bloß unter Strom. Dich krieg ich schon irgendwie dazu. Oh. Doppelt hält besser, sagst du? Eigentlich fehlen. Das ist ja ungeheuerlich. Ich meine, noch beschissener geht's wirklich nicht. Ach, Rubine. Deckenkerne, Rubine, so, keine Herzen. So. So. Das Donnersymbol. Weiß ich doch. Ja. Da ist noch einmal. Dann da oben und irgendwo da ganz hinten muss auch nochmal eins sein. Nee, in diese Richtung, ja. Weil ich will irgendwie dorthin kommen. Genau. Oh, danke. Nur in Ruhe. So. Oh. Oh, was? Wieso ist hier nichts? Ha!
lass doch hier mal irgendwo ein paar Herzen rumliegen. Sag mal, ich mich doch. Was soll ich mit Rubin, Mann? Den kann ich nicht gebrauchen. So. Jetzt reicht's. Wir gehen zum Wolkenwort. Dort weiß ich wenigstens, dass ein paar Herzen auf mich lauern. Und vor allem könnte ich die Zeit nutzen, um den Schild eventuell ein bisschen aufzubessern. So will ich sehen. Hetzen, 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 hetzen. Jetzt. Hier war noch irgendwo noch ein paar Herzblumen. Okay. Da ist noch eine. Und hier waren auch irgendwo welche. Ja, hier müssen noch irgendwo noch welche sein. Ach, komm schon. Komm. Lass mich jetzt hier stehen. Zwei könnte ich noch brauchen, aber die hole ich mir nachher, wenn ich wieder rausgehe. Gut, dann wollen wir mal... Oh, hast du eigentlich was Interessantes hier? Was ist das? Kleine Bombentasche, wie schön. Wenn ihr dieses Item habt, könnt ihr 5 Bomben mehr tragen. 130 Rubine? Bist du denn eine Schuckel? Obwohl es sind immerhin 5 Bomben mehr, die man tragen kann. Ne? Was ist das? Okay, Deko-Tasche. Oh Gott, jetzt sind Deko keine mehr tragen. Aha. Oh, nicht so blöd. Das sind Wucherpreise. So, Werkstatt. Wollen wir mal schauen, ob wir irgendein Item verbessern können. Die 3 Sachen hier haben wir ja immerhin, ne? Benötigt 2. Ach so. Das also nicht. Da können wir auch nichts verbessern. Nein! Oh! Oh! Oh ja! Na komm, das ist noch. Oh, auch noch nicht mal. Mein hübscher. Und wenn du verletzt wirst, wird mein Herztank wahre Wunder. Komm getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Du? Hast ja
gar keine Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flaschen füllen. Also, pass mir ja gut drauf auf. Okay. Ich gebe dir die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Wunderschön. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben. Aber genug der Erklärung. Willst du noch etwas kommen? Oh ja, 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 ja. Wundertrank. So etwas Großartiges bekommst du sonst nirgendwo. Schmiere ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Wunderschön. Oh, da werden noch vier meine Herzen wiederhergestellt. Nein, danke. Oh ja, ganze 8 Herzen, wow. Her damit. Vielen Dank. Und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeiern möchtest, wende dich an meinen Mann. Ach, die Herzen sind doch schon sowas von gut. Ach komm, die kaufen wir auch noch. Oh ja. Ja? Könnte ich sogar noch die große Deko-Tasche mitkriegen, ne? Müsst ihr ausrüsten, bla bla bla. Ja, 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 ja. Komm, die holen wir uns auch noch. Gekauft. Oder husten. So. Dann würde ich sagen, Herzen brauche ich neu. Ich brauche noch 2 Herzen. Dann bin ich zufrieden. Meins? Und Nummer 2. So, dann können wir uns endlich aufmachen. Danke, mein Funke. Ja, ja, ja. Lagerhalle. Wüstenranelle Norden. Warte mal. Das ist da. Da würde ich gerne hin. Ich muss eben erstmal belegen. So. Das wäre Schalter Nummer 2. Und einen muss ich danach nochmal. Okay.
Dachs gedacht. Drecksviech. So niedlich. Der war schon irgendwie feuerwütend, wie ich das Schwert halten will. Wo kommen wir denn da hin? So. Also, da komme ich nicht so einfach rüber. Das hinbringen. Das ist ja schon mal klar. Kann ich die eigentlich so aufnehmen?
klappt sogar. So, da steht er schon mal richtig. Jetzt ist die Frage, wie ich dorthin komme. Ich meine, rüberlaufen ist ja wohl ganz, ganz schlecht. Scheiße, ich hatte dich doch schon da hinten. Aber das muss ich irgendwie machen, wenn es so ist. Das weiß ich schon. So, das war das. Keine Chance, der Dürre macht die Granate grüner, die Bauer Deidung. Aha. Ich weiß trotzdem jetzt nicht weiter. Was ist denn das? Rüberlaufen geht nicht. Mann! Gerade da sollst du ja nicht hin. Oh nein! Das wollte ich doch gar nicht. Mann, löst Scheiß. Ist eigentlich ständig da oben. Du bist da oben. Soll ich jetzt eigentlich... Wie gesagt, bloß du kommst jetzt hier nicht hoch. Kommst da nicht hoch? Oh, du bist ein Noob. Jetzt auf einmal oder was?
ist natürlich auch. Und natürlich viel praktischer. So. So. Ständig hier unter Strom gesetzt zu werden, ist nie gut. Oh, ein Eddie jetzt. Was macht denn das hier? Los weg hier. Oh. Ich versaubeutel ja eine Alpe, bevor ich überhaupt alle aktiviert habe. Dich bringe ich mir schon nach dahin, aber keine Angst. Da liegst du perfekt. Muss ich bloß hoch hier. Rüber! Perfekt. Wäre Schalter Nummer 2 hier. Was? Mit Truhe? Warum so spannend? Hier gibt's doch nichts. Monsterhorn. Nice. Was haben wir hier drin? Naja, ein bisschen mehr hätte er schon wert sein können. So. Mal drehen. Gut. Gut. Oh, wow. Das hätte auch schief ausgehen können. Da wäre ich beinahe runtergesprungen. Obwohl, hätte mir eh nicht gesehen. So. Einen Schalter muss ich noch machen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Gut. Dann brauche ich auch mal kurz einen höher gelegenen Ort, damit ich auch in Ruhe gucken kann. Da ist das Ding. Ich glaube, ich muss erstmal zu dem da hin irgendwie hin. Dort aus kann ich wohl eher gucken. Ja, das ist das. Und dann in diese Richtung. Wollen wir mal gucken, ne? Oh. So, ich muss mal ganz, ganz kurz die Tür zu machen. Moment. Stimmt, da oben war ja ein Dings, was ich nicht kriegen kann. Hier,
kriegst du mich nicht. Aber hier kriegst du mich. Weg, 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 weg. So, ja, das war eigentlich blöde von mir, hier lang zu rennen. Wir rennen nämlich lieber den anderen Weg. Oh, komm runter. Muss ich doch wieder erstmal da durch. Aber dann bin ich wenigstens auf der sicheren Seite, was das Überleben angeht. Oh. Alter, ganz ehrlich. Boah, da ist eine Truhe. Egal. Ich weiß nicht, ob ich den dritten jetzt noch mache oder lieber warte. So. Jetzt bin ich schon mal wieder hier. Ja, das bist du. Da hinten irgendwie. Da muss ich irgendwie hin. Jetzt bin ich auf den. Boah, bist du denn verrückt, du Scheißvogel? Oh, ich kann auf deinen Seite auch wieder. Mal schauen. Ja, eigentlich. Nee, doch nicht, schade. Anscheinend habe ich den Dings verfehlt. Gucken. Da ist der Eingang. Mann, lass mich doch in Frieden. Super, dann schaffe ich das halt doch noch in dieser Folge. Boah. Doch nichts mit Eingang. Also, da muss der Eingang einer von euch sein. Oder nichts Eingang. So, dann habe ich euch alle aktiviert. Würde ich mal so behaupten. Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Ranelle Steinweg. Ja. Kein Problem. Ich
kein Problem. So. Moment. Ist das Wasser dort? Elektro dort, Feuer dort. Wasser. Nein. Gib wieder, ich habe dir etwas wirklich. Die Symbole auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits betätigten Schalter überein. Ich gehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Ja, das glaube ich auch. Nein. Das ist jedenfalls richtig, muss ich sagen. Ah, alles klar. Feuer ist ganz dort. Halt. Gut so. Fenster muss ich auch noch zumachen. Oh, Moment. Wir füllen unsere Herz mal lieber auf. Oh. Wo da hätte ich eigentlich auch gleich hingehen können. Ich glaube, der Tempel war grausam für mich. Aber so richtig grausam. Ranelle Steinwerk. Okay, wo ist da? Speichern und beenden, denn das war's für diese Folge. Ich denke mal, sie war ein bisschen lang. Ist auch egal. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder pünktlich um 17.30 Uhr einschalten würdet zu Zelda Skyward Sword. Bis dahin einen angenehmen Abend und haut rein, Leute. Ciao.